Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Ich weiß, ihr feiert dieses Format und es kommt so selten, aber ja, ich bringe ja in letzter Zeit nicht mehr so viele Videos raus. Daher ist es einfach schwierig, dann viele Folgen von der Torwartkarriere rauszubringen. Aber ich bemühe mich und deswegen ballere ich jetzt heute mal wieder eine Folge raus. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ihr müsst ein bisschen länger gucken. Ich habe das nämlich gesehen in den Analytics, dass ihr gar nicht die Videos so lang guckt. Also ihr feiert das Format zwar, hat mir recht viele Aufrufe und so, aber die Watchtime des Videos ist so lala, Leute. Ne? Also, da gibt es Videos mit einer besseren Watchtime, nur dass ihr es wisst. Dann, das ist für mich halt auch so ein Kriterium, dass man sagt, okay, dann bringe ich jetzt doch mal lieber das andere, weil das feiern die Leute irgendwie mehr. Aber ist egal. Auf jeden Fall haben wir heute unser letztes Bundesligaspiel der dritten Liga. Ich habe ja schon eben die Anfrage gestellt, dass wir eben wechseln, weil vielleicht können wir irgendwie zum anderen Club, zum besseren Club, was weiß ich, dritte Liga ist jetzt zwar rum, wir wären jetzt in der zweiten und so, ist ja ganz chillig, aber ich bin bei den Würzburger Kickers jetzt nicht so glücklich. Mir wird da ein anderer Verein schon eher schmecken, vor allem weil ich halt eine gute Bewertung habe und das passt einfach alles irgendwie nicht richtig zusammen. Und ja, jedenfalls müssen wir jetzt trotzdem gucken, dass wir unser letztes Spiel hier gegen Erfurt gewinnen. Denn wir haben zwar 3 Punkte Vorsprung auf Platz 2 und wir haben auch eine viel bessere Tordifferenz, also können wir eigentlich nur noch aufsteigen, aber ich würde gern trotzdem als Platz 1 aufsteigen mit den meisten Punkten und so. Also ich würde gern 3 einfahren, sagen wir es einfach so. Ich würde sagen, bis gleich und ich mache jetzt noch das Training fertig. So, 4x A tatsächlich wieder, also es läuft ja richtig gut. Übrigens habe ich gerade wieder ein bisschen an meinem Mikrofon rumgewurschtelt. Also ich hoffe, dass die Audioqualität entweder besser oder genauso ist. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie versaut habe. Aber natürlich hoffe ich eigentlich, dass die besser ist. Transferangebot tatsächlich. Ein von Arsenal. Ich habe heute ein Angebot von Arsenal für dich erhalten und angenommen. Dein Berater hat mit ihnen gesprochen und ein wöchentliches Gehalt von 70.000 für dich ausgehandelt. Was von Arsenal, dass gleich so ein Angebot reingehagelt kommt? Krass. Das werden wir wahrscheinlich annehmen, aber das machen wir nach dem Spiel gegen Erfurt, denn wir müssen jetzt erstmal hier den Sieg einfahren und von der dritten in die erste Liga aufsteigen. Danach sehen wir weiter. Let's go. Übrigens könnt ihr mir nochmal gerne in die Kommentare Fragen mit Hashtag Mike stellen, denn ich habe vor, wieder eine neue Folge zu machen, eine revolutionäre Folge, die wird echt mega geil. Ich habe da was richtig Cooles vor, mega witzig und so, ein bisschen anders gestalten als sonst. Also ich brauche da noch ein paar Fragen für, gerne jetzt in die Kommentare, auch gerne irgendwelche lustig gemeinten Fragen, das soll ein lustiges Video werden, bla bla bla. Ich würde sagen, jetzt starten wir rein, let's go, komm. Den haben wir. War jetzt nicht sonderlich krass geschossen, aber war schon relativ frei durch. Und ist immer gut, wenn wir den Ball halten. Alles perfekt. Alter! Das war ein richtiger Flipper-Guard. Jawohl! Bis zur 38. Minute hat es gedauert. 1:0 von Baumann. Für uns, für die Würzburger Kickers. Ein bisschen Befreiung ist das gerade schon. Weil ich habe ja hinten ein paar Bälle gehalten, 2-3 Bälle. Das reicht auf jeden Fall schon. Ja. Läuft. 1:0. Weiter so. Halbzeit. Halbzeit in Erfurt. 1:0. Ist ja ganz okay. Wir brauchen nur ein Unentschieden eigentlich. Wir brauchen nur ein Unentschieden. 3 Punkte wären zwar ganz schick, aber ne, solange das ein Unentschieden bleibt, haben wir mehr Punkte als Platz 2 und das ist das, was ich will. Und dann wäre das alles ganz nice. Jawohl! 0-2 und wieder.
Nee, es ist nicht wieder Baumann. Doch, es ist wieder Baumann. Wieder Baumann, der hier das Tor macht. Mega nice. Weiter so. Wir gewinnen. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Jawohl! Er macht den Sieg klar. Das war die Entscheidung. 3:0. Ich leg mich fest. Jetzt kann nichts mehr passieren. Denn so wie ich in dem Spiel gehalten habe, ja, ist jetzt nicht Weltklasse, aber da passiert trotzdem nichts mehr. Also beim Stand von 3:0 ist das schon wirklich geritzt, kann man sagen. Damit können wir uns quasi schon freuen, aber ich warte noch ein bisschen, bis das Spiel rum ist. Oh, das gibt's doch nicht! Nachspielzeit fällt noch das 0:4. Yes, Mann! Es geht doch! So verabschieden wir uns aus der dritten Liga, aus der dritten Bundesliga mit einem 0:4. Der hat nochmal geschmeckt hier. In der Nachspielzeit. Es ist schon 90 plus 2 oder so. Oder 90 plus 3 sogar. Die Fans feiern den Aufstieg, die Meisterschaft. Auswärts zwar. Aber das ist uns egal. Es wird gefeiert. Es wird getanzt, gehüpft, was auch immer. Ich bin da hinten auch ganz allein. Geil. Wir haben es tatsächlich geschafft. Gerne. Gerne, Leute. Wer es nicht gesehen hat, wer dieses Projekt nicht komplett geguckt hat, ich werde es hier in der Infocard verlinken. Könnt ihr euch gerne reinklicken. Und jetzt. Oh. Alter. Geil. Wer es nicht gesehen hat, das komplette Projekt bisher, also es wird natürlich auch noch weitergehen, aber das war jetzt die erste Saison, der kann sich die auf jeden Fall mal reinziehen. Die ersten paar Folgen. Denn da waren wir wirklich noch relativ weit unten in der Tabelle. Als wir das jetzt geschafft haben, die Meisterschale in der Hand zu halten. Beziehungsweise den Pokal, den Meisterpokal der dritten Liga. Dass wir den Aufstieg in die zweite geschafft haben. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Nochmal ein Foto machen. Zum Abschluss. Dritte Ligameister sind die Würzburger Kickers. Und jetzt werden wir wechseln. Perfekt. Gefangene Bälle 3 Stück. Eine gute Bewertung 8,2. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ja, wir haben es geschafft. Torhüter des Turniers wurde bekannt gegeben. Bin das ich? Torhüter des Turniers. Das wird das Thumbnail werden. Torhüter des Turniers bekannt gegeben. Mike wurde zum Torhüter der dritten Liga gekürt. Der Würzburger Kickersmann hat sich diesen Titel durch zahllose beeindruckende Leistungen mehr als verdient. Dafür bedanke ich mich. Königs hat auch den goldenen Schuh erhalten. Team der Woche sind auch wir, die Würzburger Kickers. Das ist ja krass, echt. Das ist ja witzig. Hier, Spieler des Turniers ist jemand anders, aber Torhüter des Turniers, das ist echt schon mal schnieke. Hier haben wir noch ein Bild, dass wir uns hier den Pokal gesichert haben. Mega cool. Allerdings werden wir diesen wunderbaren Verein jetzt für die 70.000 Euro in der Woche verlassen. Nein, Spaß. Natürlich nicht für die 70.000 in der Woche, obwohl das deutlich mehr ist. Wir haben ja jetzt rund 5.000 in der Woche gekriegt bei den Würzburger Kickers. Ja, 70.000 ist da schon eine ordentliche Schippe mehr.
Allerdings verlassen wir den Verein natürlich nicht wegen des Geldes, sondern für mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Egal, wir unterschreiben und nehmen den Vertrag bei Arsenal an. Zack, unterschrieben. Und das war's bei den Würzburger Kickers. Wir wechseln zum FC Arsenal. Willkommen im Team. Herzlich willkommen bei unserem Verein. Ich hoffe, du gewöhnst dich schnell ein und genießt deine Zeit hier. Bla 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 bla. Ja, das ist wunderbar. Hier haben wir ein paar Ziele. Da werden wir aber jetzt nicht reingucken. Das ist mir jetzt mal egal. Krass. So schnell geht's. Jetzt sind wir in England. Jetzt sind wir bei Arsenal. Und auch hier geht die Liga zu Ende. Die Liga ist zu Ende gegangen. Arsenal ist Vierter geworden. Mit einem Punkt. Krass. Ein Punkt Abstand. Heftig. Wir gucken einfach mal ins Training rein, dass wir nochmal ein Training machen. Und jetzt müssen wir das hier wieder neu zuordnen. Okay, dann Training beginnen. Ich bin wirklich gespannt, was ihr in die Kommentare dazu schreibt, dass wir hier gewechselt sind. Ob das geil ist oder nicht. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist annehmbar. Ich weiß jetzt nicht. Premier League ist eigentlich schon ganz geil. Ja, mal gucken. Freut mich, dass der Wechsel hier so schnell vonstatten gegangen ist. Die Würzburger Kickers sind jetzt aufgestiegen in die zweite Liga. Da werden wir die nächsten Wochen, Monate, was auch immer, mal wieder bei denen reingucken, wo die so stehen in der Tabelle. Und ja, ich hoffe, dass wir hier eine gute Zeit haben. Und ich meine, die Würzburger Kickers müssen jetzt echt richtig viel Geld bekommen haben. Vielleicht gönnen die sich ja auch mal einen geilen Spieler, so einen Stürmer oder was auch immer. Das gönne ich denen auch auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, vielleicht haben wir hier, kriegen wir hier ein bisschen schöne Erfahrungen und was auch immer. Bei Arsenal Premier League Mannschaft, das wird schon ein bisschen schwerer. Wäre schon ganz nice. Natürlich würde ich vielleicht irgendwann mal wieder zurück in die Bundesliga. Vielleicht in die erste Bundesliga oder so. Aber das ist jetzt schon ganz cool. Arsenal ist schon echt ein Top-Club. Hätte ich nicht erwartet, krass. So. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Bälle fangen. Das A haben wir ja eh schon safe. Zack. Okay, let's go, bis gleich. So, dreimal ein A, einmal ein C. Die Freistoßübung ist halt schon echt schwer, aber wenn wir die gut hinkriegen, dann kriegen wir da richtig Fettpunkte. Bevor ich jetzt weiterspule, muss ich schon die heutige Folge beenden. Ich denke, die war lang genug. Und wir haben ja vieles geschafft. Wir sind gewechselt. Wir haben den Club gewechselt. Und wir haben die Saison erfolgreich beendet. Sind mit den Würzburg Kickers aufgestiegen. Klar haben wir dann gewechselt, aber das ist jetzt eigentlich egal. Denn, guck mal hier. Torhüter des Turniers bekannt gegeben im Arsenal-Trikot für die dritte Liga. Auch interessant, aber das sieht doch ganz schnicke aus hier. Der Würzburger Kickers-Torwart im Arsenal-Trikot. Das sieht doch mega, mega cool aus. Vielleicht wird auch das Thumbnail. Vielleicht wird das auch das Thumbnail von der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a tide.